Ja, die tschechischen Panzer sind schon eine Zeit lang im Client enthalten. Allerdings hat der Skoda T40, den wir hier vor uns sehen, von Leopard 33 gespielt, auf der Karte Feuriger Boden, noch kaum Aufmerksamkeit bekommen, sondern in der Regel die höheren Tiers. Und das will ich jetzt mal ändern. Die Gunmarker zeigen, ja, wir sollten hier einen Spieler sehen, der weiß, was er mit dem Panzer anzustellen hat. Nicht so wie der T67, der erstmal sich direkt den RAM oder den Fallschaden holt. Nicht so clever. Naja, gut. Und er fährt jetzt aber hier Richtung Hügel. Fast nicht anders zu erwarten. Er ist hier Top-Tier, also 6er, 5er, 4er Gefecht. Da ist alles dabei. Also von dem her ist das Matchmaking auf seiner Seite. Und jetzt schauen wir mal, was er hier gleich vom Hügel spotten kann und natürlich auch beschießen kann. Den OI und den KV-1, die hat er auf jeden Fall schon mal gesehen, aber da ist er noch gut daran bedient, sich erstmal in Position zu bringen. Jetzt schießt er da auf den KV-1, ist jetzt offen. Ich wollte gerade sagen, da muss er aufpassen, da kriegt er nämlich von drüben die Hits. Da hat er jetzt auch keinen schützenden Busch. Der T-150, der da ihn beschossen hat, der ist aber auch gerade aufgegangen. So, jetzt kann er den hier rausnehmen. Muss jetzt eben auf den T-150 aufpassen, aber bisher, die ersten drei Hits waren schon mal gut. 540 Damage und ein Kill. So kann das weitergehen für ihn. Erstmal heißt jetzt hier ein bisschen Ruhe schaffen und gucken, was passiert, aber da geht schon gleich die ersten auf. Der T-67 macht hier den Spotter in dem Fall. Und jetzt der BDR G1, auch der bekommt hier gleich mal seinen Fett weg. Bekommt noch einen nachgesetzt, jo. Da unten mit dem OI. Ja, seitlich einfach zu treffendes Ziel. Größer geht's eigentlich gar nicht mehr. So. Und jetzt den letzten Schuss und da ist er raus, ja. Auch wenn es nicht sein Kill war, schade drum, aber die Hummel hat sich gedacht, nee, der ist so groß, den nehme ich. Kann ich ihr nicht verdenken. Jetzt geht halt den auf den 1S. Oh, jetzt wird aber drüben vom BDR aufgemacht, weil hier der andere Panzer fehlt. Hat es aber Gott sei Dank rechtzeitig mitbekommen und kann hier dementsprechend sich da ein bisschen orientieren. Vielleicht sogar selbst den BDR rausnehmen. Aber ein Churchill kommt da auch noch. Das ist ein schönes AT-Ziel ebenfalls. So, nochmal. So, jetzt hat er Churchill rausgenommen, bekommt aber wieder von unten da jetzt die Haue. Das ist halt der Nachteil an dieser Position. Man kann zwar toll wirken, kann aber auch teilweise auch unangenehmst von beiden Seiten bekommen. Da muss man einfach immer so ein bisschen ein Auge für haben. So, jetzt guckt er mal hier oben nochmal nach, ob er da wieder wen findet. So, jetzt da nach unten Richtung T-150. Und jetzt endlich bekommt auch der da unten mal sein Fett weg, nachdem er hier die ganze Zeit schon oben genervt hat. Und da zündet er ihn sogar an und er bleibt mit 4 Hitpoints stehen. Also ärgerlich. Den Kill hätte er sich wahrlich verdient. Schon bei 3100 Damage. Der BDR leider gerade nicht getroffen. Ja, also der Kill gerade, der T-150 oder der BDR, dass er den nicht bekommen hat, sehr ärgerlich, weil wir werden auch am Ende sehen, warum. So. Aktuell
höchstens noch der 43er, der hier oben sein könnte. So, und jetzt geht es hier runter, nachdem hier keiner es mehr ist. Wird jetzt natürlich der Rest gesucht. Der Rest wird sich logischerweise irgendwo auf K2, K3 und die Artis eben hier auf K6 in der Regel verstecken. Also das dürfte jetzt keine Überraschung mehr sein, wo da die restlichen Gegner sind. Ah, nee, doch nur die Bishop-Arti. Da fehlen dann noch zwei weitere. Die haben sich dann wohl doch auch dahin nach hinten verschoben. Und hier ist es noch ein bisschen zu steil, eben rechts oder links, aber nicht da, wo er jetzt angefahren ist. Da klappt es noch nicht, aber jetzt hat er es geschafft. Hier da die Su. Zielt er in Ruhe ein und nimmt jetzt die Su 85B auch raus. Und da eine Sau. Jo. Das war eine Sau. Weg damit. So, was geht da drüben mit dem KV-2? Ein schön großes Ziel. Da hat man alle Zeit der Welt und kann im Prinzip alles treffen. Und egal wo, es wird schon Damage machen. So, und jetzt auf den Helm. Naja. Und die Hummel mal wieder. Funk dazwischen. Das gibt's doch gar nicht. Ist die Hummel hier nervig. So. KV-85. Und die M44 direkt vor ihm. Genau, sagt sein Kommandant, glaube ich, hier auch gerade. Verschießt es auf den Cromwell, bleibt weiter auf den KV-85. Der ist aber mittlerweile zerstört. Cromwell und die Arti. Arti hat er jetzt drin. Und ja, er hat mit den Last Shots hier einfach das Problem. Ganz genau, das hat er auch gerade gesagt. Die Last Shots passen nicht. Oder Last Hits vielmehr. Ist er jetzt offen? Natürlich ist der Cromwell da noch ein Thema. Und irgendjemand müsste da halt auch mal gucken, was da so los ist. Wo ist jetzt der Cromwell? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Aufgegangen ist er ja auch gerade nicht. Der Crusader fährt schon mal in den Cap. Kann man machen. Gibt bestimmt wieder einen, der No-Cap schreit, aber finde ich legitim. Der eigene Cromwell ist natürlich schon wieder der, der am größten schreit. Und lasst uns mal gucken, ob der noch am Leben ist. Nein, natürlich ist der Cromwell, der am meisten flamed, derjenige, der auch zerstört ist. Wen wundert's? Wen wundert's? So, jetzt wird hier stark nach unten gepinkt. Keiner will so wirklich fahren, weil alle so von den Hitpoints eher so unzufrieden sind. Der BDR fährt auch schon mal sicherheitshalber in den Cap. Und ich verstehe auch, wenn er hier sagt, ich habe 255 Hitpoints, Jungs. Ich fahre da jetzt mal nicht vor. Der KV-1 macht es jetzt, der hat aber auch eine 223 und da ist jetzt der Cromwell und er verschießt jetzt hier leider. Jetzt nimmt die Arti auch noch den KV raus.
Jetzt kann aber den Cromwell zerstören. Holt ihr seinen fünften Kill. Und jetzt ist die Frage, kriegt er seinen Krieger oder nicht? Man hat gesehen, er hat zwei schon verschossen. Also die Radley Walters wurde ihm schon gemobst. Jetzt ist die Frage, wird ihn der Krieger auch noch gemobst? So. Und jetzt hier fährt er rüber, wird ihn da aufmachen, macht ihn auf. Hat ihn im Auto-Aim drin. Und da schießt er leider mit HE. Und auch die Arti wird ihm gemobst. Aber das war am Schluss einfach die falsche Munition, die er da gewählt hat. Damit hat er sich den Krieger selbst vernichtet, muss man leider schon sagen. Trotzdem war es eine schöne Runde. Hat 4.500 Damage gemacht, 2.100 Unterstützung und über 2.000 Basis-XP. Sensationelle Runde, Skoda T40. Wie gesagt, nur noch mit den Kills muss besser werden. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.